Der steigende Ölpreis sorgt natürlich auch für ein gutes Umfeld für die Gesamtmärkte, vor allem an der Wall Street. Jochen Stanzel von CMC Markets ist bei mir. Stanzel, schönen guten Tag nach Frankfurt. Und genau die Wall Street soll auch unser Thema sein zunächst mal. Da haben Sie gesagt, es könnte gut sein, dass wir heute ein Signal für einen Boden sehen bei den US-Aktien. Wie kann das denn aussehen? Ja, schönen guten Tag, Herr Damm. Wir haben eine W-Formation, eine potenzielle W-Formation. Da hat man also auf der linken Seite ein Standbein, auf der rechten Seite ein Standbein. Das Ganze ist ein potenzieller Doppelboden mit einem Aufwärtspotenzial von 6-7% nach oben. Wichtig ist da, dass wir da, wo wir jetzt aktuell in den Futures stehen, dass wir da heute noch ein bisschen was draufsetzen und das hoch im Dow Jones, wenn man sich den anschaut, vom 1. Februar, da sollten wir drüber gehen. Und was wir derzeit hier haben, wie ist dieser Doppelboden entstanden? Das ist entstanden auf einem sehr bärischen, sage ich mal, Nährboden. Der Bärenanteil, also all jener, die irgendwo pessimistisch waren, die einen Einbruch am amerikanischen Aktienmarkt erwartet haben, der war an Tief während dieser Bodenbildung auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Also da haben alle erwartet, dass dieser Einbruch kommt. Auch die Fondsmanager, die sind auf der Seitenlinie geblieben. Wenn man sich anschaut, weltweit gibt es eine Umfrage von der Bank of America. Die haben weltweit Fondsmanager gefragt, wie seid ihr derzeit investiert? Und da sieht man, die haben die höchsten Baranteile in ihren Portfolios seit dem Jahr 2012. Also auch die haben gesagt, okay, wir warten wir erstmal ab, bis da klare Signale kommen einer Bodenbildung. Davor wollen wir nicht reingehen. Wenn diese Bodenbildung jetzt kommt, wie gesagt, der 1. Februar das Hoch, das Zwischenhoch hier von dieser W-Formation, sollten wir da über das 1. Februar über das Hoch hinaus ansteigen und da auch schließen können. 22 Uhr New York Schlusskurs, dann ist da ordentlich Druck drauf, potenziell, weil nämlich viele, die einfach jetzt abgewartet haben, dann in der Angst, etwas zu verpassen, da noch reingehen könnten. Druck haben wir schon gesehen beim Goldpreis seit Beginn des Jahres. Da ging es wirklich kräftig nach aufwärts, eine kräftige Fahnenstange sich ausgebildet hier. Jetzt sehen wir schon, dass der Goldpreis wieder zurückkommt. Auch beim Silber sehen wir ein ähnliches Bild. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Aktien wieder interessanter werden, der Aktienmarkt also doch wieder spannender wird und wir doch bald wieder viele lange Gesichter sehen werden unter den Goldanlegern? Ja, das ist die ganz spannende Situation, die wir derzeit haben, weil wir ein Pendel haben und wir wissen noch nicht so genau, in welche Richtung soll dieses Pendel und wird es ausschlagen. Der Goldpreis hat ja technisch einen Boden gebildet auf einem Umfeld, wo niemand mehr was vom Gold wissen wollte. Das Sentiment war extrem bärisch. Jeder hat damit gerechnet, das wird sowieso noch ein paar Jahre weiter runtergehen. Und da haben sich technische Böden gebildet, die potenziell oder kleine Böden, die aktiviert werden. Ein größerer Boden könnte aktiviert werden, wenn wir beim Gold über 1307 steigen. Also theoretisch ist da letztendlich der Nährboden gelegt für eine größere Rallye. Allerdings muss man sich auch anschauen, warum sind die Anleger gerade aus dem US-Dollar-Raum, aus dem Aktienmarkt raus und in physisch besicherte Gold-ETFs zum Beispiel wieder reingegangen, weil sie erwartet haben, dass die US-Notenbank mit der ersten Leitzinsanhebung seit 9 Jahren, dass die da die Rezession, eine neue Rezession ausgelöst haben könnte in der US-Wirtschaft. Das bestätigt sich durch die jüngsten Daten nicht wirklich. Und sollte jetzt dieser doppelte Boden an der Wall Street kommen, sollte da eine Rallye nach oben starten, weil alle plötzlich wieder reingehen in Aktien, dann dürften da viele Momentumkäufer auch wieder aus dem Gold rausgehen. Also wie gesagt, das Pendel hat bisher noch nicht ausgeschlagen. Wir sind da noch in der Verhandlungssituation, aber man sollte aufpassen, weil das so zwei unterschiedliche konträre Pole zueinander sind. Das Gold auf der einen Seite, Aktien auf der anderen. Also ganz genau aufpassen derzeit, rät Jochen Stanzel von CMC Markets. Dankeschön, Herr Stanzel, bis übermorgen. Dankeschön, bis dahin.